Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Noob spielt Super Smash Bros. Ultimate. Und wir starten mit Bayonetta heute mal. Überraschung. Und spielen gegen Diddy Kong. Ich dachte mir, Lucina wird für euch vielleicht ein wenig langsam andauern. Also, probieren wir es mal mit Bayonetta. Bin natürlich total ungeübt mit der guten. Aber wenn es einen Charakter gibt, den ich echt gerne habe, dann ist es Bayonetta. Aber ich habe halt auch keine Erfahrung mit Bayonetta. Ah, verdammt, das kriege ich natürlich nicht. Das Pokémon. Oh, und dafür da. Und Ausgleich. Und Führung. Na, wer sagt's denn? Manchmal hat man auch Glück. Und damit haben wir den Sieg. Sehr, sehr geil. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mit Bayonetta direkt mal einen Sieg reinhaue, aber der Baseballschläger hat natürlich geholfen. Mal gucken, ob der Dude drin bleibt. Denn er war nicht schlechter als ich, das würde ich nicht sagen. Aber wir werden sehen, erstmal einen Schluck am Kaffee. Na, er ist natürlich nicht drin. Trotzdem erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Okay. Mal gucken, was die Bayonette überhaupt so kann. Die Ladezeiten sind natürlich die Hölle hier, beziehungsweise bis man ein Spiel findet. Aber um die Uhrzeit ist es auch, kein Wunder. Oh, will keiner. Mir ist auch durchaus bewusst, dass diese Lobby-Szenen hier sehr langweilig für euch sind. Wurde hier erst jüngst kritisiert. Aber ich habe halt kein Schnittprogramm. Außerdem finde ich es so authentischer gerade, muss ich sagen. Und da haben wir Gott sei Dank mal jemanden, der beigetreten ist. Und gegen wen kämpfen wir jetzt? Gegen einen Ridley. What? Was war das? Fuck!
was zur Hölle passiert hier? Ich bin höchstgradig verwirrt. Was ist das für eine Attacke gewesen, die der gerade eben gemacht hat? Bringt mich total aus dem Konzept hier. Egal, er hat Vorteil, aber auch nur noch ein Leben. Und damit bin ich raus. Wow, mir war nicht bewusst, dass es so eine Attacke gibt. Da würde ich gerne nochmal gegen spielen. Ja, komm. Er ist drin geblieben. Vielleicht kommt ja noch einer dazu. Das wäre ja cool. Der Tanuki-Schwanz. Ist übrigens kein Waschbär. Wie viele behaupten. Denn Tanukis sind keine Waschbären. So, aber jetzt gibt es die Revanche gegen Chris und seinem fucking Ridley. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich komme hier nicht ran. Ich komme einfach nicht ran. Und jetzt hat er auch noch eine Helfer-Trophy. Und ich kann mich nicht retten. Verfluchte Scheiße. Und jetzt falle ich hier auch noch runter. Was ist das? Warum warte ich denn eigentlich so lange, Mensch? Was soll die Kacke? Boah, ich hasse diese Ungenauigkeit beim Rettungssprung. Ah, egal. Trotzdem, zu Recht verloren. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.